Wenn du heute auf ImmoScout bist, dann kostet das, glaube ich, 60 € pro Monat, dass du das einstellst. Ich habe vor Corona habe ich einen alten Schleckermarkt angemietet. Das bedeutet, Schlecker war seit 7 Jahren pleite und seit 7 Jahren stand diese Immobilie leer. Also wenn wir uns überlegen würden, da hätte jetzt der Immobilienbesitzer 7 Jahre lang pro Monat 60 € dafür bezahlt, das macht er irgendwann nicht mehr und hört damit auf. Und dann klebt nur noch ein Zettel im Schaufenster. Das werden wir nicht sehen, weil wir aus der Zentrale nicht rausfahren. Und durch jedes Ortchen in ganz Deutschland fahren, um zu gucken, wo was möglich ist, sondern wir machen die Internetsuche dafür. Dafür haben wir extra eine Mitarbeiterin, die das den ganzen Tag macht. Sondern das ist dann an dir, dass du mal durch die Ortschaft durchfährst, am Wochenende vielleicht mit dem Radl, mit dem Motorrad, mit der Frau gemeinsam irgendwie ein bisschen durchspazieren und vielleicht fragt man mal an der Tankstelle oder in der Bäckerei, Mensch, hier, ich suche gerade eine Fläche, 100, 200, 300 Quadratmeter, wisst ihr da irgendwas? Wo könnte man denn so etwas an? Und diese Informationen, die kriegen wir nicht. Wir kriegen nur die Informationen, die im Netz stehen und vielleicht mal durch bekannte, befreundete Immobilienmakler, wo wir dann auf Sachen aufmerksam gemacht werden, bevor sie am Markt sind. Aber so zusammen finden wir dann irgendwas in der annehmbaren Zeit.